Genau 200 Kilometer später ruft Kunde an, Motor geht nämlich an und so. Ne? Das ist doch Arbeit. Oh, jetzt hänge ich am Schlauch fest. Och nö. Hey, den haben sie von der Carrera-Bahn eingebaut. Da kann, wenn der Sprinter nicht mehr läuft, Knöpfchen drücken und so Gas geben. Ne? Das geht doch nicht. Da ist noch glatt ein Steuergerät am Motor verbaut. Was ist das da für Klotz? Hätte ja nur noch gefehlt, wenn ein Gameboy verbaut wäre. Ja, wir sind heim neuen Video. Auf jeden Fall, wir haben exakto 10 vor 7. Draußen ist es auf jeden Fall noch dunkel. Geht es heute um Mercedes. Ja, Sprintermotor. Da haben wir einen Injektor gewechselt, ne, beim Diesel. Und jeder kennt das natürlich. Wenn man so einen Injektor wechselt, der muss ja dann auch einprogrammiert werden. Bliblablub, machst alles neu, machst Dichtung neu und. So, auf jeden Fall haben wir da vor, weiß ich nicht, 2 Wochen und Motorlaufleistung 200 Kilometer einen Injektor gewechselt. Genau 200 Kilometer später ruft Kunde an, Motor geht nämlich an und so, ne. Ja. Hat kein Kompression mehr auf dem Zylinder, ne? Und wenn man so einen Injektor wechselt, wobei kann natürlich auch sein, dass es der Motor selber ist, der irgendwie einen weg hat, wobei, ja, Zufallsprinzip, naja, weiß ich nicht, ne. Auf jeden Fall, ja. Injektor neu gemacht, jetzt ist der Motor hinüber, jetzt gucken wir natürlich nach dem Motor, ne? Und da geht 2 Wege, Florian. Entweder haben wir ein Loch im Kolben wie im Injektor, oder, weiß ich nicht, der Injektor hat zu viel eingespritzt, hat ein Ölfilm abgerissen ist, wobei beim Diesel ist das eher schwierig. Ich weiß es nicht, kann alles sein. Ja, wir gehen der Sache in diesem Video auf den Grund, ne? Injektor gewechselt und jetzt Motorschaden. Ja, nur die schöne Scheiße im Kfz kann ja wohl jeden sein. Und ich will auf jeden Fall, dass wenn einen hier Kfz macht oder will wegen uns der Ausbildung anfangen, da will ich ja natürlich auch, dass die alles sehen. Das sehen die, wie ich in dem Mercedes am Fluchen bin, weil es heutzutage so scheiße ist. Und das sehen sie auch, dass wenn man mal einen Injektor für einen Kunden wechselt, dann jetzt einen Motorschaden hat, ne? So, und das ist natürlich auch übrigens der Grund, warum man als offizielle Werkstatt nur Teile verbaut, die nicht vom Kunden selber mitgebracht worden sind. So, aber jetzt stellt euch mal vor, der Kunde sagt, ey, ich kaufe den Injektor selber, könnt ihr mir den einbauen? So, dann hat er jetzt einen Motorschaden. Dann seht ihr, ja wie, der Injektor ist doch neu. Der Motorschaden, ja wie kann das denn sein, Kevin? Der Injektor ist neu, jetzt habe ich einen Motorschaden. So, und wer übernimmt dann jetzt die Garantie? Der das eingebaut hat oder der Teil hergestellt hat? So, oder überholt hat, wenn er den überholen lassen hat. So, und da fängt es schon an. Und wenn du nämlich als Werkstatt ein Teil kaufst und wie jetzt der Injektor, und entsteht ein Motorschaden dadurch, wobei man kann es jetzt auch noch nicht genau sagen, aber es entsteht ein Motorschaden dadurch, dann wird natürlich der Teillieferant, von dem wir das Teil haben, angeschrieben. Dann ist man natürlich auch eine Fachwerkstatt mit Meisterbetrieb. Im besten Falle sollte natürlich dann sein bei so Reparaturen. Und dann setzt man sich mit dem Hersteller auseinander und dann wird der Injektor nämlich geprüft. Die Prüfung muss aber auch dann wieder von einem herstellerunabhängigen Firma gemacht werden, was natürlich dann auch wieder mit den Prüfprotokollen über den Gutachter läuft. Der Gutachter sich dann auch nochmal den Motor anguckt, der kommt übrigens gegen Mittag. Und jo. Ich meine, so ein Gewindefahrwerk oder so verbauen, das geht ja noch. Wenn das Ding quietscht und die Leute haben das selber mitgebracht und wir bauen das ein, dann ist das nicht unser Problem, so, weißt du? Aber alles, was Motor angeht und, dann ist es lieber wirklich beim Teilelieferant des Vertrauens, das Ding als Werkstatt zu bestellen. Dann kannst du von da aus, wirst nämlich direkt weitergeleitet und. Und die, die den Injektor herstellen, die haben im besten Fall dagegen auch eine Versicherung und im Endeffekt bezahlen das dann eh nur die Versicherung, so. Aber wenn du dann vor Gericht gehst und du hast vom Kunden ein Teil eingebaut und entsteht ein Motorschaden, dann heißt es ja, Herr Reiter, Sie sind doch die Fachwerkstatt. Sie hätten das Bauteil ja auch vorher prüfen können, was der Kunde mitgebracht hat. Aber so ein Prüfstand für den Injektor mit 20.000 Euro oder was so ein Prüfstand noch kostet, den hat ja natürlich nicht jede Werkstatt, ne? Und deswegen haben wir jetzt das ideale Beispiel, wir bauen ein neues Teil ein und haben jetzt einen kompletten Motorschaden. Ich finde, das ist aber auch richtig so. Ich weiß nicht, also man muss einfach das zeigen, was am Tag passiert. Nur Autos reparieren, wie alles so schön ist und oh, man sieht ja noch nicht einmal, wie die 3 Stunden herumgefummelt worden ist. Das kann ja wohl jeden, ne? Aber dass es genau so was bei uns nicht gibt, das weiß ja auch mittlerweile jeden auf dem Channel.
So, Leute, heute mal hier aus der Ego-Perspektive und so, ne? Ja, ja, auf jeden Fall hier im Hintergrund sehen wir wunderschön die Sprinti-Minti, ne? Ja, ja, Mercedes-Engine. Das ist aber noch Mercedes-Engine, ich kann euch sagen, ne? Also mal so ein First-Person-Perspektive, Leute, die sieht ja auch ganz lustig aus, ne? Vlogging-Perspektive. Auf jeden Fall, wir haben mal einen dicken Biturbo-Maschine und so, ne? Also ich meine, so Sprinterler. Damit transportieren ja manche Leute auch ganz Flugzeug, so überladen, wie die immer sind. Dementsprechend, braucht man Biturbo, ne? Ja, ja, kann man sagen, mein Sprinter hat ein Biturbo. Ja, gut, ich habe jetzt auf jeden Fall mal alles zerlegt. Hier vorne schön die Front ist so, das ist ein Kühlerpaket. Das geht eigentlich alles relativ noch schnell raus, ne? Also ich sag mal so, Stoßstangen mit Kühlerpaket bis so eine Stunde, anderthalb dran. Ja, wir holen jetzt hier den ganzen Motor raus, weil wir halt auch wegen der Ansaugbrücke gesagt haben, weil die halt hier auch im Motorlager gesteckt ist, dass der ganze Motor raus muss. Ja, holen wir das Ding mal geschmeidig jetzt ganz raus, Anlasser hinten gelöst. Manchmal ist es halt wirklich leichter, einfach den ganzen Motor auszubauen, ne? Bei Mercedes ist es natürlich ganz geil hier, ne? Hast du direkt Motorkabelbaum, alles einzeln, schön im Stecker getrennt. Jetzt drehen wir noch hinten die 3-4 Geschriebe. Getriebeschrauben raus, Motorkran dran. Na, zerlegen wir mal das Ding, ne? Da gucken wir mal, was jetzt da dran ist am Zylinderkopf. Ob man den natürlich reparieren kann, wie beim Thomas oder so, ne? Das weiß ich schon nicht. Aber wenn, würde Martin das selber machen. Und deswegen habe ich natürlich auch gesagt, machen wir die Kamera an, ne? Nicht nur, dass ich nämlich sehe will, wie es funktioniert, so ein Ventilschieler einzureiben oder so, wenn kaputt ist. Kann auch sein, dass ein Laubenkolben ist. Also ich kann da jetzt nicht so viel sagen. Ich baue jetzt weiter mal den Engine aus, jetzt sind eigentlich nur 5 Getriebeschrauben und das nenne ich mal noch Mercedes-Motor, ne? Gut, ich würde sagen, ich schraube den mal gerade schnell raus. So, Leute. Ronaldo macht gerade Getriebe ab. Könnte ich auch machen, nur das ist mit der Wagenheberkonstruktion hier links neben mir zu sehen doch ein wenig schwierig mit meiner Bauchhöhe. Aber der macht das schon. Ich bin ja eher so der deutsche Schrauber, ne, Hebebühne ist so. Der macht alles, Ronaldo. Der Kranhai, den habe ich auch aktiviert, ne, weil ich nur mal gesagt habe. Habe ich überhaupt auf Aufnehmen gedrückt? Ja, Recording ist so. If I remember correctly, it's all the same side. Weiß einer, was der gesagt hat? Ich kann kein Englisch. Ja, ist okay, Ronaldo. Go fuck yourself. Selber Hand anlegen und so. Ich gehe halt voll unter im Engine und so, Leute, ich kann euch sagen. Oh, jetzt kann ich den Schraubler nicht aufgedreht, das geht doch nicht. Ach, wahrscheinlich will Ronaldo nicht die Bolzen halt aufmachen, sonst fliege ich gleich halt mit dem Warenheber durch die Sprinter. Oh, wer hat die denn festgedreht? Oh, original und so. Wisst ihr, was ich mir bei solchen Situationen immer denke? Man schafft ja sonst nichts im Leben, ne? Heiß alles Schrott, Ronaldo. Nicht nur ihr kommt euch vor wie bei D-Max, ich auch, wenn ich heiß stehe. Das ist ein bisschen walken und so. Ich hab da aber auch mittlerweile mit meinem Englisch. Ich finde das total toll. Ich habe wieder neue Wörter gefunden, die nicht in meinem Buch stehen, die sich natürlich wieder aufs Rierisch reimen und so. Geil. The Last Bolt und so, ne? Und danach singen wir mit der Kiste I Lost of Us und so. Da hängen wir da im Engine Room. Wie die Titanic. Und gehen am Wischwaschlappehälter runter. Mercedes C-Klasse Kombi, 220er Diesel. Ist derselbe Motorblock, komplett Kolben, alles gleich. Bis auf den Ventildeckel und die Ölwanne. Dieseldeckel for Generator. Dieseldeckel und Dieseldeckel. Ja. And the rest is the same. Das ist nämlich auch der Grund, warum die Sprinter länger halten wie die Kombis, wobei die Kombis schon lang halten. Und die C-Klasse, die hat nämlich einen Turbolader. Und der Loch hat ja Biturbo. Und am Block gehst du dann mit dem Akkuschrauber hin, bohrst noch ein Lochloch rein für die zweite Ölrücklaufleitung und dann hast du einen Sprintermotor. Und der hält natürlich durch die große Ölwanne mehrere Kilometer aus. 16, ne? Bolts oder so. Oleg,
So, für die Leute, die immer wissen wollten, wofür der roten Knopf halt beim Sprinter ist, ne? Hey, den haben sie von der Carrera-Bahn eingebaut. Da kann, wenn der Sprinter nicht mehr läuft, Knöpfchen drücken und so Gas geben, ne? Auf die Idee muss man erstmal kommen, war nicht dabei die Mutter. Wann ist so weit verloren? Make it out. I make it out. What? Willst du ihn auf den Audi stellen? Front of the Audi. Ach so. Yeah, we make the Audi engine inside and then we make this. Audi Schrott. Schrott? Ja, der Audi Schrott ist, das weiß ich schon, Alter. Aber der Mercedes heute ist heute nicht besser dran. Guckt euch das mal an, ne? Das ist doch Arbeit. Oh, jetzt hänge ich am Schlauch fest. Och nö. Ah, so, jetzt. Ah, oh, es hat halt Motor, schick, geil. Jetzt kann ich ja noch den ganzen Salat abschrauben. So, Leute. Ach, mal krass so nebenbei. Heißt noch Mercedes Engine, ne? V6 oder so im CLK, ne? Geil. Ronaldo hat schon wieder gesagt, Schrott. Ja, den alten Mercedes ist ein Auto, Ronaldo. Das sage ich auch immer. Die anderen, das sind alles immer nur so gequetschte Presskanten. Ich glaube, die Kamera, die steht gut. Hi. Oh, der ist auch ein bisschen sehr hoch, ne? Alter, wenn der runterfällt, ey. Oh, nee, mein Füßi ist kaputt. Das geht doch nicht. Da ist so noch glatt ein Steuergerät am Motor verbaut. Was ist das da für Klotz? Alter. Hätte nur noch gefehlt, wenn ein Gameboy verbaut wäre. Ich glaube, wenn ich fertig bin, muss ich ja noch eine Versicherung für die Kamera abschließen. Wenn die Haie von dem Audi-Motor runterfällt, ey. Den Engine ist so, den hängt Haie am Seil, ne? Also, wir haben Haie. Unser Turbolader-Side abgemacht. Oh, passt, das Ding gleich nicht runterseelt. Unser Turbolader-Side abgemacht. Die war voll mit Diesel. Also der Turbolader innen drin, alles ist voll mit Diesel. Und ich tippe mal hier auf den Zylinder 4. Dass von da die Scheiße kommt, da sind auch schon Späne zu sehen. Wir müssen so oder so den Kopf alles ausbauen. Müssen wir ja Bilder machen, Gutachter kommt ja noch und. Ja. Ja gut, das ist halt so, ne? Baust einen neuen Injektor ein, danach hast du Motorschaden. Ist ein seltener Fall. Aber da wir das natürlich jetzt haben, müssen wir natürlich auch die Kamera auspacken und fertig. Ne? Ansonsten, die anderen Zylinder, die alten Injektoren, die da drin waren, die haben gar nichts. Andererseits haben wir Ansaugbrück alles abgeschraubt. Ist ja immer geil hier, so ein komisch Dingeler, ne? Hätten sie wenigstens einen Mickey Mouse drauf gemalt, da wäre es wenigstens lustig gewesen. So, guck mal, hier ist der Bolzen. Wie auf der Zeichnung, Alter. Ist der Spanner wahrscheinlich, ne? Der sitzt doch bei dem einen oder anderen im Garten. So. Muss ich halt mal die Internetkabel rüberlehnen. So, Markierung haben wir uns mal provisorisch gemacht, ne? Da oben an Nockenwellenrädern und an der Kurbel. Jetzt kommt den Deckel halt noch ab. So, jetzt haben wir mal noch. Hey, der Bolzen, der war komplett fest. Da musst du aufpassen, wenn du da an der falschen Stelle hebelst, brichst du direkt den Deckel ab. So, jetzt gehe ich als deutscher Mechaniker wieder hin. Und ich weiß, wo alles war. Dann steckt die Schrauben wieder rein, so habe ich mir das eigentlich angewöhnt. Diesmal haben wir kein Block im Loch, sondern ein Kolben im Loch. So, hey Hammer, der ganze Bock. Mit Stößel, mit allem Pipapo. So, da stellen hier unten rein. Da vertauscht man wenigstens nichts, das ist alles Gute. So, da. Komm, gerade mit der Kamera bei. So, hey Hammer, unsere wunderschönen Ventile. So, wahrscheinlich sind die auch noch krumm dabei. Jetzt mache ich hier mal die Kopfschrauben ab und dann sehen wir ja mal, was hier los ist, ne? Da war klar, ne? Wieso machen die da wieder andere Schrauben rein? Alter! Digga! Die Hand in sich! Ja. Oh. Da brauchst du nicht mehr Pumpe zu gehen, ne? Nee. So viel kriegst du nur als transportiert, so fest. Oh, was haben die da gedacht, ey? Das Ding hat doch mehr Kompression wie Brabus. Oh, leg. Alter Schwede. Perfekt. Oleg.
Das sieht jetzt erstmal so leicht aus. So, da hammert. Da hammert kein Loch im Kolben. Ja, gut. Ventile haben nicht aufgeschlagen. Hier sieht man schön, alles voll Diesel. Im Kolben selber, Loch ist zum Glück nicht drin. Das heißt, wir gehen der Sache mal auf den Grund. Ne? Ja, ich pumpel mal gerade die Kolben ein bisschen runter. Und dann gucken wir uns den Zylinderkopf an. Oh. So, hier sieht man schön die Laufbuchse. Alter, die hat auf jeden Fall ganz was. Alter Schwede. Also egal wann ein Hai verbrannt hat, es hängt immer noch an der Laufbahn. Da hatten die Leute Christen nicht mehr repariert. So, die anderen, ja gut, guck mal, bei den anderen siehst du hier noch schöne Kreuzschliff, ne? Die sind ganz leicht ausgewaschen, aber die sind ja wirklich noch in Ordnung. Gut, dann würde ich sagen, der Lord hat sich verabschiedet. Wieso, weshalb, warum ist so? Ich gucke mir jetzt nochmal den Kopf an. Vielleicht ist den noch zu retten und dann müssen wir einen neuen Engine besäuern, ne? Schon wieder mein Laserschwert in der Hand. Sieht mir jetzt nicht verdächtig aus, wenn man hier mal so guckt. Der sieht so sauber aus, der Brennraum, ne? Guck mal, wie sauber der ist. Ist auch nichts dran. Also ich bin der Meinung, der hat wirklich Kompressionsverlust gehabt durch den Fresser. Hundertprozentig.